Und in diesem Teil holen wir uns die Fossile. Und machen daraus ein Pokémon. Ich glaube, die Fossile haben wir sogar schon. Weil ich sie versehentlich genommen habe in der Wüste. Aber wenn ich so schaffe, dann zeige ich dir, wo man sie finden kann. Für die Leute, die es vergessen haben. Ich glaube, hier haben wir sogar ein Item übersehen, jawohl. Oh, es war ein Nugget. UT111. Ach Mensch, die schöne Musik ist weg. Was für eine beschissene Musik. Also die Fossile, die findet man. Hier findet man die Fossile. Welches haben wir denn genommen? Clown-Fossil, okay. Das ist das Clown-Fossil. Kann man zwischen Clown-Fossil wählen und Wurzel-Fossil. Aus Clown-Fossil bekommt man. Ich zeig's euch beim Dex. Wo ist es? Ah ja, okay. Aus dem Wurzelfossil kriegt man die Vorentwicklung für Vilir. Das ist das hier, das hatte Treu. Und das Clown-Fossil, das hatten wir. Aus das wird später Amaldo. Jetzt zeige ich euch, wie man die ausbrüten kann. Also nicht ausbrüten, sondern wiedererwecken kann, die Fossile. Dazu müssen wir nach Metaros City fliegen. Dann müssen wir hier rein in die Devon Corporation. Dort müssen wir einen Forscher ansprechen. Den da glaube ich. Oh wow, ist das ein Poginev? Okay, das ist ja nett. Ah ja. Okay. Okay. Nee, das ist auch nett. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht, dann muss es der da sein. Nein? Wo ist der? Ist er doch der? Ah ja, ich arbeite an einer Vorrichtung, die Pokémon aus Fossilen wieder zum Leben erweckt. Und es klappt! Warte, das Teil dort, ist das ein Pokémon-Fossil? Möchtest du das Pokémon wieder zum Leben erwecken? Ich kann dir mit meiner neuesten Entwicklung, den Fossil-Regenerator, dabei helfen, ja. Okay, es dauert eine Weile, aber diese Weile, die ist gar keine Weile, weil man muss einfach nur das Gebäude verlassen und wieder reingehen. Okay, danke für deine Geduld, dein fossiles Pokémon wieder zu Leben entweckt. Das Fossil war ein altertümliches Pokémon, ein Anorith. Ach Mensch, okay. Mist. Mist, 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 Mist. Jetzt müssen wir ein Pokémon ablegen, damit wir es bekommen. Legen wir Magneton ab, Magneton ist stark genug. Magneton ist viel zu stark. Nein, kein Kosenamen. Okay, ich zeige euch, wie es jetzt aussieht. Es hat Level 20. Und sieht so aus. Ist von Typ Gestein und Käfer.
Hier sind die Werte. Okay. Gut, im nächsten Part geht es weiter mit... Moment. Mit der Pension und Paarung. Bis dann, Leute. Ciao.